Ja, ich danke ganz herzlich für die Einladung und freue mich hier und werde kurz sagen, worum es mir geht. Das, was ich erzählen werde, wird aus zwei Teilen bestehen. Es wird einmal etwas allgemeiner darum gehen, was eigentlich das Ärgernis des bürgerlichen Subjektes und vor allen Dingen des spätbürgerlichen Subjektes mit seiner Sexualität, seiner Geschlechtlichkeit ist. Und das Ganze dann nochmal so ein bisschen kritisch, quasi als kritisches Modell an der deutschen nachfaschistischen, postfaschistischen Geschichte nachzeichnen. Weil Deutschland ja immer irgendwie vorne weg ist, wenn es um die Barbarei geht, ist halt auch zu vermuten, dass das bei den Geschlechterverhältnissen gar nicht so anders sein wird, was aber ein relativ wenig untersuchter Gesichtspunkt ist. Einleitend kann man sagen, dass wir es ja, ich glaube, das steht auch so ungefähr schon in der Einladung, so als Ist-Zustand, so eine merkwürdige Mischung eigentlich beobachten können in dieser Gesellschaft aus Hypersexualisierung einerseits und Keuschheitswahn andererseits. Also Hypersexualisierung im Sinne von unglaublichen vielen Sexualdiskursen, unglaublich vieler Lust auf die Lust, Geilheit an anderer und eigener Geilheit, also dass sich damit unglaublich viel beschäftigt wird und andererseits dann doch nicht im Sinne irgendwie bestimmter 68er-Vorstellungen von Sexualrepression, aber doch eben in so einem klinisch-psychologischen Blick, dass Sexualität eigentlich immer so ein Problem ist, was irgendwie handhabbar gemacht werden muss. Was unter Kontrolle gebracht werden muss. Und zwar eben sei das nun in einem therapeutischen Rahmen, in einem Krankenkassenrahmen oder eben auch, wenn es gerade die besonders als triebhaft und durch den Trieb gefährdeten Jugendlichen betrifft, in einem strafrechtlichen Rahmen geschieht. Das Arrangement, also einerseits Sexualität als anerkannter Freizeitspaß, als etwas, worüber man reden kann, was auch echt gesund ist und was, wie ein Student mal in einer Umfrage sagte, des Sexualwissenschaftlers Gunther Schmidt, ihm fast so viel Spaß mache wie Skilaufen. Andererseits Sexualität als eine Art Identitätsausweis, nämlich ich bin das und das, ich bin schwul, ich bin lesbisch, ich bin hetero, ich bin bi, ich bin SM oder und da noch Sub, Dom oder was auch immer, also was man da eben so vorzeigen kann, ich bin eher Blümchen. Also Blümchensex, Vanillesex, wie auch immer. Und drittens Sexualität weiterhin als Horrorstory von dem bösen Monster, was eben wirklich in den Griff zu kriegen ist. Und alles drei konvergiert so ein bisschen da rein, in etwas, was man sagen könnte, eine Plombe der Verhältnisse. Also durch diesen Diskurs um die Sexualität werden Lücken der Vergesellschaftung geschlossen. Gut, was ist damit jetzt gemeint? Damit ist gemeint, dass die Sexualität, die Geschlechtlichkeit und damit eben auch Geschlechtlichkeit sowohl im Sinne von Triebhaftigkeit als auch im Sinne von des Geschlechtskörpers, der Geschlechtsidentität, also Frau oder Mann, so eine Art ewiger Auftrag und gleichzeitig innere Substanz des bürgerlichen Subjektes ist. Das Subjekt in der bürgerlichen Gesellschaft ist ja erstmal zu begreifen als eine reine Form, die mit sich selber in Raum und Zeit identisch ist, einfach deswegen, weil man Eigentum zurechnen können muss, weil man wissen muss, der heute einen Vertrag unterschreibt, ist auch morgen noch er selber und kann andernfalls und kann deswegen auch darauf festgelegt werden, was er oder sie gesagt hat. Weil das R eben nicht ganz zufällig ist, weil zu Beginn der bürgerlichen Gesellschaft natürlich als Subjekt erstmal nur der Mann gilt. Dieses Subjekt als reine Form, als etwas, was wirklich sozusagen nur ein Zeichen ist, dem dann etwas zugerechnet werden kann, natürlich gleichzeitig das Problem,
dass es als solches sich selber wiederum in Raum und Zeit gar nicht erhalten kann. Das heißt, was es als Subjekt besonders macht, das muss es sich gerade in dem suchen, was vorher in diesem abstrakt allgemeinen Begriff des Subjekts abgespalten wird, nämlich sagen die Naturbedingungen, die dann als Schicksal wiederkehren. Die Naturbedingungen wie Hautfarbe, aber eben auch Geschlecht, Triebhaftigkeit und so weiter. Das heißt, als das, was sich dann als das macht mich zum Ich, als besonderes Ich gerechnet wird, ist genau das Abgespaltene, was als fremdes Schicksal dann wiederum zum Identitätsausweis wird. Zu sehen ist das gerade an dieser Konstruktion Subjekt gleich Mann, also eben genau das, was sich so im 16., 17. Jahrhundert entwickelt, mit diesen ganzen Vorstellungen von Autonomie, Herrschaft über das eigene Ich und Herrschaft über die Bedingungen, die Lebensbedingungen, was ja zum Teil auch sehr wortwörtlich entsteht, indem das, was an Heteronomie, also Abhängigkeit, an Hingabe und so weiter gemahnt, ausgetrieben wird. Und zwar, wenn man sich da interessiert, gibt es ein paar sehr schlaue Bücher, zum Beispiel von Evelyn Heinemann über Hexenverfolgung, wobei es da eben gerade darum geht, dass das, was die Hexen als das total andere halt eben für alles steht, was so mütterlich, matriarchal, vorbürgerlich für Verpflichtungen und so weiter steht. So, dass das also eben diese neue Subjektform quasi vor dem Hintergrund der Scheiterhaufen und sozusagen als Gegenentwurf zu dem, was da verbrannt wird, entsteht, ist halt eben nicht zufällig. Ja, doch ins Mikro, alles klar. Das heißt aber auch, dass dieser Subjektstatus als Eigengeschlecht zukommt, dem Mann, immer auch negativ auf das andere Geschlecht bezogen ist, es also sozusagen als Abstoßungspunkt bedarf. Was das heißt, und dadurch auch seinen eigenen Begriff vom universalen, abstrakt allgemeinen gar nicht erfüllt. Was das heißt, einerseits soll eben das Mann-Subjekt ja eben universal sein, das Allgemeine, und zwar auch sozusagen sehr handfest in diesem, wie kleiden sich Männer, grau in grau, gerade nicht irgendwie besonders, wie es in der Äquivokation von Lom als Mann und Mensch, Man als Mann und Mensch, Mann mit einem und Mann mit zwei N im Deutschen dann aussieht. Und andererseits soll eben genau dieses Allgemeine, das Ganze, das Universale, eben doch zurückzuführen sein auf eine ganz bestimmte Natureigenschaft, eine Partikularität, eine ganz bestimmte Naturqualität, nämlich eben die Tatsache, einen Phallus zu haben, im Gegensatz zu denen, die es nicht haben. Und das heißt, diesen genauen Widerspruch zwischen Allgemeinheit und Partikularität ist genau dadurch, ist diesem männlich allgemeinen Subjekt schon von vornherein eingeschrieben und wird es nicht wieder los und kann es sozusagen in jedem seiner Schritte immer wieder reproduzieren. Denn was heißt denn ein ganzer Mann sein? Ein ganzer Mann sein heißt einerseits genau diese Eigenschaften des Allgemeinen zu haben. Also Vernunft, Durchblick, Autonomie und so weiter. Und heißt andererseits in diesen ganzen Männerriten und Männerwitzen und so weiter, ja gerade reduziert sein auf das triebhafte Wesen. Ich wollte ja nicht, aber ich konnte ja nicht anders und so weiter. Also eine gewisse Stolz darauf, sich auch irgendwie, dass anstelle des Gehirns auch mal der Schwanz denkt und so weiter. Genau diese beiden völlig auseinanderklaffenden Männerbilder, was es heißt, ein Mann zu sein, das heißt gerade nicht durch Natur bestimmt und doch durch die Natur, männliche Natur bestimmt sein, zieht sich spiegelbildlich eben genauso durch die Weiblichkeit.
das, was eigentlich als Abgrenzungspol, sozusagen als Abstoßungspunkt zum männlichen Subjekt gesetzt wird, während die weibliche Triebhaftigkeit einerseits, so eigentlich eine Lehrmeinung bis weit in die Neuzeit hinein, 10-mal höher ist als die beim Mann, soll sie andererseits, wie das 19. Jahrhundert ja lehrt, praktisch gar nicht vorhanden sein. Eine Frau mit Sexualität in Kontakt zu bringen, ist eigentlich schon ein Verbrechen an sich, weil sie damit gar nichts anfangen kann. Ganz Natur soll die Frau sein, in diesen Vorstellungen, also in diesen ideologischen Vorstellungen von Weiblichkeit, sanftmütig, intuitiv, liebevoll und andererseits zugleich ganz Kultur, nämlich tugendhaft und was es da alles gibt. Und es ist eben auch wieder interessant, dass genau diese Versinnbildlichung von der wahrhaftigen Vaterlandsliebe, von der wahrhaftigen Tugend in Krisenzeiten immer wieder von Frauen verkörpert wird. In Deutschland war das zum Beispiel die Luise von Preußen während der napoleonischen Besatzung. In allen möglichen Nationen finden wir als Allegorien der Nation immer wieder die Marianne, die Irmania, also Frauengestalten. Das heißt, die einerseits neben dieser Bürde ganz Natur repräsentieren zu sollen, auch gleichzeitig noch so etwas Eminent und ganz und gar Naturfernes, ganz und gar Kulturelles, wie Tugend und Patriotismus und so etwas verkörpern sollen. Das heißt, es sind alles immer Zuschreibungen, die eigentlich nie jemand erfüllen kann. Und ich finde, auf eine sehr schöne Art auf den Punkt gebracht, ist das in einer Novelle von Maupassant, die Vertane Schönheit heißt, wo es nämlich genau um eine sehr schöne Frau und ihren eifersüchtigen Ehemann geht. Und dieser Ehemann will halt sicherstellen, dass niemand anders seine Frau begehrt. Und was tut er? Er schwängert sie laufend, 10 Jahre nacheinander. Weil er weiß, dass wenn die Frau geschwängert ist, halt solange sie schwanger ist, ist sie eben für einen anderen Mann nicht mehr schön. Und darin fällt gerade sozusagen dieses kulturelle Moment, Schönheit herstellen, mit dem Naturmoment, das mit der Naturbestimmung Kinder zu haben, völlig auseinander. So, und diese Frau hat darunter zu leiden. Genau diese Beispiele, die man eben noch endlos fortspinnen kann, zeigen, dass diese Klischees auch insofern, also von ganzer Mann sein, ganze Frau sein, nicht in irgendeiner Form Wirkmacht haben, als dass sich die Leute wirklich danach richten könnten, also wirklich so werden, sondern im Gegenteil eigentlich eher so eine Art Perpetuum mobile konstituieren, wo man so hinter so einer Rübe vor der Nase immer hinterherläuft und sie nie erreichen kann. Also so, wie die Klischeebilder sind, sind sie zugleich so gemacht, dass niemand sie erfüllen kann, dass eigentlich jeder und jede an diesem Anspruch scheitern muss. Und eben deshalb wäre es übrigens auch, es gibt ja in kritischen Theorien des Geschlechterverhältnisses immer den Versuch, bestimmte Zuschreibungen an Männer und Frauen anzunehmen und dann aber umzudrehen, kritisch zu wenden. Also zu sagen, ja, okay, Männer stehen für Kultur, Frauen für Natur, aber das ist ja gerade ein Herrschaftsverhältnis oder so. Deshalb funktionieren die nicht, weil sie sozusagen die innere Spaltung, die da drin, dass überhaupt diese Zuschreibungen in sich selber überhaupt nicht konsistent sind und deswegen auch nicht komplementär zueinander sind, nicht berücksichtigen. Man muss also tatsächlich wirklich gerade diese ganze Vorstellung, dass die Geschlechter wie Yin und Yang zueinander passen, auch in den kritischen Theorien, die es sozusagen kritisch wenden wollen, in Frage stellen. Insofern kann man also sagen, in diesem Geschlechterverhältnis steckt seit seiner modernen Konstitution immer dieses Willkürmoment drin, was für es wesentlich ist, was es sozusagen antreibt, was es auch möglich macht, es immer wieder neu zu modernisieren, neu irgendwie voranzutreiben,
auf neue Bedingungen anzuwenden. Und dieses Willkür im Moment, ist sehr krisenhaft im Moment, ändert sich, wäre zumindest die These, im 20. Jahrhundert nochmal ganz entscheidend, aufgrund verschiedener politischer Entwicklungen, gesellschaftlicher Entwicklungen, Entwicklungen auch im Verhältnis des Einzelnen zu seinem Körper, wie sie über die wahre Arbeitskraft vermittelt ist. Arbeiten, das ist ja einerseits in bestimmten ideologischen Zuschreibungen eben auch ein Männerding, auch dort wieder so in sich gebrochen, einerseits, weil es so viel mit Kraft und Potenz und Muskeln und so zu tun hat, was die Frauen ja nicht können, und andererseits, weil es gerade nichts mit Natur, mit Kraft, Muskeln und so zu tun hat, sondern mit schöpferischem Geist und dem Formen und dem Architekten, der seinen Plan schon im Kopf hat, im Gegensatz zur Biene, die nur tut und so weiter. Also genau diese beiden schon wieder unvereinbaren Momente, aber die ja auch sehr, wenn man zum Beispiel an die Arbeiterbewegung dann denkt, auch sehr identitätsstiftend für eine bestimmte Sorte von Männerkörper gewesen sind. Also alle Räder stehen still, wenn dann starker Arm es will und so, das ist dann eben schon auch ein sehr, ein sehr mein toller Körperbezug, der da konstituiert wird, und der ist natürlich immer männlich gedacht. Und genau diesen Bezug auf den sich verausgabenden Körper im Arbeitsprozess, der wird ja immer schwieriger in dem Moment, wo sozusagen, also wo genau das körperliche Moment von Arbeit aus der Arbeit, zumindest in den Metropolen, herausgekürzt wird. Was also meint, dass irgendwie gerade diese klassische Arbeit mit Schwitzen und dreckig sein und so weiter, ja inzwischen einen fast musealen Charakter hat. Bergwerke werden ja nur noch wirklich als Freiluftmuseen aufrechterhalten oder sozusagen als Andenken an die gute alte Zeit als noch, aber lohnt sich hierzulande eben halt nicht mehr, während das neue Leitbild von Arbeit gerade eins ist, was auf eine sehr paradoxe Art einerseits sehr viel körperloser ist, nämlich der Programmierer zum Beispiel, der natürlich auch unglaublichen körperlichen Stress hat, Rückenschmerzen noch und nöcher, aber sozusagen von dem ganzen Bild, was dahinter steckt, sagen wir direkt mit seinem Geist in den Geist der Maschine reingreift und dort nur rein übernatürliche Funken in Gang setzt. Und andererseits wird diese Arbeit gleichzeitig viel verweiblichter. Einerseits natürlich sehr manifest, weil sich das Kapital eben auf Dauer aus so sentimentalen Gründen wie patriarchalen Familienvorstellungen keine Arbeitskräfte entgehen lässt, aber auch begrifflicher, weil genau das, was, sagen wir mal, lange als die weiblichen Eigenschaften abgewertet wird und in Gegensatz gebracht wird zu dem, was man in der Arbeitswelt so braucht, Durchsetzungsvermögen und sagen, wo es lang geht und so, sind ja heute die Vorstellungen, was dann mit solchen Begriffen wie Toyotismus umschrieben wird, ja vielmehr so Teamfähigkeit und Soft Skills und Kommunikationsvermögen untereinander und alle Ressourcen mobilisieren und sich gegenseitig irgendwie sich gegenseitig pushen und regulieren und wie auch immer. Also quasi die Dienstleistungstugenden, die bisher auf den Bereich von sogenannter Frauenarbeit beschränkt worden sind, dass sich kümmern, dass sich einfühlen und so weiter, greifen immer mehr über in
auch die, unter anderem auch dadurch, dass Dienstleistungsarbeit einfach volkswirtschaftlich viel wichtiger wird, greifen eben tatsächlich viel mehr in diesen Produktionssektor über. Das hat eben tatsächlich zur Folge, dass ein ganz wichtiges Moment, woran dieses Willkürhafte im Geschlechterverhältnis einmal seine Grenze gefunden hat, dass tatsächlich man noch irgendwie sagen konnte, okay, ich kann zwar kein Idealbild von ganzer Mann und ganzen Frau, ganzen Mann und ganzer Frau erfüllen, aber ich weiß zumindest, dass ich Mann bin, weil ich das Geld anschaffe und in der Arbeit meine Männlichkeit verwirkliche und die Frau zu Hause ihren Kram macht. So, funktioniert auf ganz vielen verschiedenen Ebenen nicht mehr und lässt die Leute da eigentlich sich immer stärker fragen, woran erkennen wir eigentlich noch das, was doch eigentlich so wichtig sein will, so wichtig sein soll, nämlich die eigene Geschlechtlichkeit und vor allen Dingen, und damit wäre man sozusagen auch direkt dann noch bei dieser Frage von Geschlechtlichkeit als Triebhaftigkeit, was sollen wir eigentlich überhaupt mit unseren Körpern noch anfangen? Wer heutzutage seinen Körper spürt, spürt ihn eben nicht mehr so wie in diesen ganzen romantischen Geschichten, wie als ermattet nach einem harten Tagwerk, wo man sich dann irgendwie zufrieden ins Bett legen kann oder so, sondern wer seinen Körper spürt als auch gerade ausgelaugt oder muckend, zuckend, mangelnd, der weiß, dass er oder auch sie ein Problem hat. Das Problem nämlich, dass irgendwo in diesem hervorragenden Wirtschaftskreislauf man selber eine Störung darstellt. Denn, wie gesagt, im Idealfall, nehmen wir den Programmierer wieder, sollte man diesen Körper eben nicht spüren, sondern wenn man ihn doch spürt, hat man irgendetwas falsch gemacht. Ist auch nicht mehr so leistungsfähig. Das heißt, dass, wenn der Körper irgendwie auftritt, wenn er ins Spiel kommt, dann ist eigentlich schon was schiefgegangen. Am schlimmsten natürlich, wenn man dann irgendwann merkt, dass der Körper anfängt, irgendwie Krankheiten zu entwickeln, gegen die man nicht mehr so richtig ankommt. Wenn man merkt, dass man ihn nicht mehr so richtig reparieren kann, weil die Krankenkasse das nicht mehr zahlt. Also wenn man irgendwie merkt, oha, ich bin Hartz-IV-Empfänger. Wer aber eben nichts mit dem eigenen Körper anzufangen weiß, wird erst recht nichts mit den anderen Körpern anfangen können. Wird auch mit der phantasmatischen, mit der willkürlichen Geschlechterdifferenz, die einmal Recht und Schlecht Sicherheit geschaffen hat im Verhältnis zwischen mir als Subjektform und mir als empirisches, lebendiges Wesen, nichts mehr anfangen können und wird mit dem Spiel von Anziehung und Abstoßung, was dem Subjekt einmal einen Moment von Grund verliehen hat, wird dieses nicht mehr spielen können. Verliert also den Rest an überkommener, quasi mittelalterlich arbeitsteiliger Substanz und muss das, was er ja immer noch braucht, dieses sich auf sich selber beziehen können als was Besonderes, sich auf sich selber beziehen können als eben nicht nur reine Form, sondern auch biologisch-empirisches Wesen, muss sozusagen diese Identität kontrafaktisch behaupten. Das sieht dann heutzutage so aus, das sieht dann meistens so aus in Form geschlechtsloser Neutren, die keine Autos mehr reparieren können und keine Tür aufhalten, aber behaupten, Männer zu sein. Oder aber, das ist dann die postmoderne Variante, die unhöflich sind und den Freundinnen keine Blumen mitbringen und deshalb auch sagen, ha, ich bin kein Mann mehr. Der störende Körper, störende eben wirklich im Sinne von sich muckende, etwas wollende, seinen Mangelausdruck verleihende, also lebende, der störende, weil lebende Körper macht Angst, steht eben ein für Ohnmacht und für die Ohnmacht und die Schwäche gegenüber der zweiten Natur, für die Angst,
dass es da vielleicht nicht verwertbare Leidenschaften gibt, die zu Ordnungswidrigkeiten mutieren. Und zu diesen gehört dann eben auch die Triebhaftigkeit, die genauso zu einem Beherrschungsproblem wird. Das heißt immer, wo man sich ständig fragen muss, sozusagen in meiner Lebensplanung, habe ich jetzt alles richtig gemacht? Habe ich zu viele Frauen, Männer? Habe ich zu wenig Frauen, Männer? Habe ich nicht im richtigen Alter genug rumexperimentiert? Mache ich denn jetzt alles richtig? Lebe ich mich wirklich so aus, wie ich bin? Und was soll das überhaupt heißen? Und diese ganzen Fragen. Das heißt, so wird Begehren, das heißt Sehnsucht, der Wunsch nach etwas anderem, ganz schnell zu einem Siegel davon, dass irgendetwas gerade nicht so richtig ist, wie es gehört, und dass das ganz großes Elend ist. Um das Ganze irgendwie in den Griff zu kriegen, kann ich zwei Dinge tun. Ich kann das in diesem genannten Sinne banalisieren. Ja, Sex, das ist halt auch nur so eine Sache, die kann man so mal machen. Das ist fast so nett wie Skifahren. Oder ganz im Gegenteil, ich kann das sozusagen wirklich mystisch schicksalshaft aufladen. An dieser Frage entscheidet sich dann wirklich dann alles. Ist meine Sexualität richtig? Läuft es mit mir richtig? Und wenn nicht, dann sehe ich in diesem Spiegel, mit mir als ganzem Menschen stimmt was nicht. Das ist eben der Grund, warum es, denke ich, keine bloße Sexualunterdrückung gibt im Moment, so im Sinne von, wie man sich so die 50er Jahre oder das viktorianische Zeitalter so vorstellt, wo bloß nicht drüber reden und immer die Hände über der Bettdecke, sondern so ziemlich im Gegenteil, dass das irgendwie schon ein sehr wichtiges Thema ist, wann und wie viel man die Hände unter der Bettdecke hat und so weiter. Aber eben immer als Ausweis davon, dass ich den Körper im Griff habe, dass ich eine gesunde Sexualität habe, dass ich gesund bin. Und das raten haben ja auch die Krankenkassen. Das kann unglaublich gut sein für Stressabbau und Kalorienverbrennen und so. Hauptsache eben, dass dabei keine Exzesse entstehen, dass man sich also nicht fortreißen lässt. Mit anderen Worten, also ein ständiges Sich zu sich ins Verhältnis setzen, sich belauern. Und das ist eben auch der Grund, warum zum Beispiel in den 80ern bei diesen ganzen AIDS-Fragen nicht das, was die gesellschaftskritischen Leute befürchtet haben, sich durchsetzt. So die Gauweiler-Totalmethode, Schwule ins Lager, sondern eben ganz im Gegenteil, diese Safer-Sex-Kampagnen. Und in diesem, das ist natürlich auf eine Art auch auf jeden Fall das Menschenfreundliche, andererseits steckt in diesem Safer-Sex eben auch genau diese Vorstellung von einem sicheren, regulierbaren, einer sicheren, regulierbaren Sexualität, wo der Staat einen dann bei der Hand nehmen kann und einem zeigen, wie das geht. Und in diesem Sinne kann man sich vielleicht erinnern, dass Waltraud Schoppe 1983 für die Grünen im Bundestag den Bundeskanzler aufgefordert hat, doch mal hier im Parlament von lustvollen Liebesspielarten zu reden, die nicht schwanger machen. Und das ist sozusagen der Tabubruch einerseits, und andererseits ist es eben auch die völlig irre Idee, dass man außerdem von Helmut Kohl in die Liebe eingeführt werden möchte. Man kann also vielleicht sagen, dass in diesem sich ständigen Belauern, in diesem bloß kein Exzess, bloß sich nichts außer Kontrolle geraten lassen, ein Moment von Sexualfeindschaft genau in der Sexualität steckt, weil Sexualität ja gerade heißt, sich fortreißen lassen, sich etwas hingeben, was nicht ich ist, was nicht, dessen Ausgang nicht vorherbestimmt ist. Das ist einerseits nichts Neues, denn für Männer steckte in der war die Ausübung von Sexualität immer ja schon mit Sexualfeindschaft gepaart. In den berühmten, zum Beispiel den berühmten 5 Minuten Wham Bam Thank You Ma'am Sex, der
ganz genau davon lebt, bloß schnell weg von diesem Frauenkörper, bloß schnell unter die Dusche, bloß keinen Genuss daran haben, sondern den Bettpfosten ritzen einmal und erledigt haben. Also diese Abfuhr der Spannung in der Unterwerfung des Objektes. Ich sage nicht, dass das gut ist, ich sage so, das gibt es ja. Und das ist eben ja auch eine Form der Austreibung, des gerade Sichergehens, dass nichts passiert, was ich nicht vorher geplant habe, dass das Objekt sich nicht, dass das Objekt, die Frau oder wer auch immer, oder der andere Mann, nicht auf jeden Fall plötzlich so hinreißend ist, dass ich am liebsten 2 Stunden Sex hätte. Es ist eben die Austreibung des heteronomen, unsicheren, halt anderen aus der Sexualität und deren Verwandlung in ein identitätsstiftendes Kontrollinstrument. Und diese Integration von Sexualfeindschaft in Sexualität funktioniert für beide Geschlechter in diesem liberaleren Sexualregime, in genau diesem, wo man sich ständig beobachtet, wo man auch alles Mögliche darf, wenn es nur ausgehandelt, wenn es nur irgendwie mit der eigenen Identität in Übereinstimmung ist und so weiter, sozusagen flexibilisiert und modernisiert wird. Also eine Triebfeindschaft, eine Triebfeindlichkeit in der Sexualität, die wirklich beiden Geschlechtern jetzt offen steht. Und die es eben erlaubt, sich zu sich selber genauso zu verhalten, wie es vom spätbürgerlichen Subjekt erwartet wird. Also auf der ständigen Suche nach in wertsetzbaren Leidenschaften und unerschlossenen emotionalen Ressourcen. Ich werde das jetzt einmal noch kurz an einigen Beispielen aus der spezifisch deutschen Geschichte versuchen, schlaglichtartig zu erhellen, weil die deutsche Geschichte gerade vom Nationalsozialismus an eine ist, die genau dieses Moment der Integration von Triebfeindschaft, Sexualfeindschaft in die positiv ausgeübte Sexualität sozusagen klassisch vollzogen hat. Wenn wir den Nationalsozialismus selber nehmen, so wäre es zum Beispiel komplett falsch zu sagen, dass wir es dort einfach mit einem viktorianischen Keuschheitsregime zu tun gehabt hätten. Also ziemlich im Gegenteil. In dem sehr lesenswerten Buch von Dagmar Herzog, Die Politisierung der Lust, finden sich ziemlich viele Beispiele dafür, wie wie im NS tatsächlich irgendwie sowas, was man vielleicht so eine repressive Modernisierung oder repressive Liberalisierung nennen könnte, sexualpolitisch vollzogen wurde. Ich nehme mal 3 Beispiele. Erstens die, weil sie so lustig ist, die Friedel-Ehe. Die SS plante nach dem Endsieg, dass sozusagen Kader, die sich bewährt haben, eine sogenannte Zweit- oder Friedel-Ehe eingehen dürften unter den blonden, was auch immer, rassisch positiven Frauen. Was natürlich in diesem Gedanken einerseits mit der positiven Zuchtwahl steht, die der NS ja auch betrieben hat, wo dann wirklich geguckt wurde, wann haben die Soldatenfrauen ihre fruchtbaren Tage, so dass man danach den Heimaturlaub planen kann, aber auch eben in diesem Sinne der Überschreitung alter bürgerlicher Moral. Nur 2 Frauen haben dürfen, Bigamie, Sodom und Gomorra. Aber wer sich's leisten kann, darf es. Andererseits, und das ist auch ganz interessant, ich lese einfach nur mal ein Zitat vor aus der SS-Zeitung Das Schwarze Chor. Für echte und edle Nacktheit. Wir müssen um das Offene und Ehrliche kämpfen, weil es immer das Richtige ist. Und ist es richtig, so ist es sicher gesund. Und ist es gesund,
dann kommt es mit tödlicher Sicherheit aus dem Natürlichen. Darum müssen wir auch um die echte und somit edle Nacktheit für alle natürlichen Gegebenheiten kämpfen. Das heißt, Nacktheit konnten die Nazis auch was sehr Positives abgewinnen, zumindest wenn sie mit tödlicher Sicherheit aus der Natur kommt, als das Natürliche. Und es gab ja auch Unmengen von Bäuerinnendarstellungen und Breker-Statuen und so weiter, die alle auf eine ganz komische, sehr schwüle Art so nackt und sexualisiert waren. Das hat natürlich auch was genau damit zu tun, mit diesem Wunsch, dass alle alles öffentlich machen sollen, keine Intimbereiche mehr vorhanden sein dürfen und den Kampf gegen alles, was zweideutig, verführerisch, verschleiernd, also triebhaft ist. Wer einfach nur nackt ist, der ist eben nicht ausgezogen. In gewissem Sinne war der Nationalsozialismus sogar, wenn man ein modisches Vokabular benennen will, ziemlich weit vorne in Sachen Genderbending. Zwar gab es eine relativ rigide Geschlechtertrennung, aber die Integration von Frauen in die Volksgemeinschaft sozusagen auf ihrem Posten machte eben doch aus, dass auch das Weibliche, was bislang als privat gesetzt war, seinen eigenen öffentlich-politischen Status bekam, seinen eigenen Kampfauftrag. Mütterlichkeit, also nicht mehr als private, sondern als politische Verpflichtung galt. Und vor allen Dingen, was machte das, also diese männlich-weibliche Volksgemeinschaft selber sozusagen unterschiedliche Geschlechterpolaritäten einnehmen konnte. Nämlich einerseits das sehr Männliche im Kampf gegen das jüdisch-feminine, das im Hass auf Schönheit und Schminke, also die deutsche Frau schminkt sich nicht, und andererseits eben in der Hingabe an den Führer Adolf Hitler beide Geschlechter auch sehr weiblich auftreten durften. Wer zum Beispiel den Leni Riefenstahl Parteitagsfilm kennt, da gibt es ganz viele Bilder, wo wirklich irgendwie die Massen als Groupies vor dem Führer hinsinken, Fenster aufgestoßen werden, um diesen Führerphallus zu empfangen und so. Also es ist eine sehr komplett weibliche Inszenierung, die im Hinblick auf den Führer, der inszeniert wurde. Was machte das eigentlich in diesem ganzen, einerseits männlich, einerseits sind alle männlich in der Volksgemeinschaft gegen das weiblich Böse und andererseits sind alle weiblich als Hingebungsvolle gegenüber dem Führer, dass dieses ganze wilde Gewusel und unklare Verhältnisse nur noch durch die Willkür eines Herrn, der einem an der Hand durch den Dschungel der Triebe führte, gebannt werden konnte. Wenn ihr Lust habt, ich lese noch einmal vor, wie nämlich die Reichswehr ihre Soldaten dazu gebracht hat, immer mal ordentlich ihren Trieb abführen zu lassen. Also Prostituierte zwangsverpflichten, ärztlich überwachen lassen und dann Belehrung von den Vorgesetzten, Kontrollkarten und die Anordnung zum Kondom. Nachverkehr, Abstreifen des Gummischutzes, ohne dass seine Außenseite mit dem Finger oder Eichel- und Harnöffnung in Berührung kommt. Dann gründliche Reinigung der Hände und Geschlechtsteile, danach harren lassen. Das war sozusagen das an der Hand nehmen Moment für den kleinen, kindlichen, fast schon asexuellen Volksgenossen. So, und das geniale Moment in der postfaschistischen BRD, also in der nachfaschistischen BRD, der geniale Dreh war, sagen genau dieses Ressentiment gegen alles Triebhafte, Unklare, Zweideutige, die Identitäten und Positionen, die man im NS eingenommen hat, zu wenden gegen den Nationalsozialismus selber. Gegen den Exzess sein,
gegen die Verführer, das hieß eben gegen Hitler sein. Gegen, und interessanterweise waren die ersten Faschismustheorien auch alle, die Frauen haben Hitler an die Macht gebracht, weil die ja sich so hysterisch dem zu Füßen geworfen haben. Dem großen Womanizer. Den Männern wäre das nicht passiert. Genau dieser Hass auf Weiblichkeit zieht sich eigentlich durch die ganze Zeit der deutschen Nachkriegsgeschichte. Der Hass auf, wie gesagt, die Frauen, die sich Hitler hingegeben haben, der Hass auf Frauen, die sich dann den Amis, den Russen und so weiter hingeben und die Kastrationsangst des deutschen Mannes, der als impotenter Verlierer des Zweiten Weltkrieges sie nicht daran hindern kann. Und ich lese auch hier nochmal, weil es so schön ist und weil es eigentlich mehr sagt als 1000 theoretische Sätze, ein Gedicht eines unbekannten Lanzers vor, was er an die deutsche Frau geschrieben hat, so kurz nach 45. Es ist ganz schön. Zu Tode erschöpft, nach langen Wochen, kommen die Lanzer nach Hause gekrochen. In Freuden lebt die deutsche Frau, aber auf schlimmste Art, wir wissen's genau. In Paaren und Einzeln sieht man sie gehen, Verlangen vor Türen und Häusern stehen. Ein lockendes Lächeln im Kettengesicht, ihr deutschen Frauen, schämt ihr euch nicht. Die deutschen Soldaten ohne Arm, ohne Bein, die können euch jetzt wohl gleichgültig sein. Denen fehlt es freilich an Kaffee und Butter, aber die Fremden haben alles und dazu noch Zucker. Und bringt einer noch Schokolade herbei, dann ist die Hautfarbe auch einerlei. 5 Jahre brauchten sie, um uns zu besiegen. Euch können sie jedoch in 5 Minuten kriegen. Ihr zerrt und ihr wisst es genau, in den Schmutz die Ehre der deutschen Frau. Also es ist eigentlich alles drin und der deutsche Soldat ohne Arm, ohne Bein, dem alles fehlt natürlich, um die Frauen zu befriedigen. Und das habe ich denen vorbe. Interessant finde ich allerdings, dass am Ende des Gedichtes ja eine Identifikation stattfindet, in dem Moment, dass gesagt wird, okay, bei euch waren es nur 5 Minuten, also die Dauer einer Zigarettenlänge, bei uns waren es 5 Jahre, aber am Ende sind wir beide besiegt. Und das ist, denke ich, dann am Ende auch das, worauf sich beide Geschlechter im Postfaschismus einigen konnten. Dass sie beide Opfer einer fremden Gewalt wurden. Dass die anständigen Frauen, also nicht diese Ami-Huren, die auf Glitter-Materialismus und sowas abgefahren sind, aber die anständigen Frauen und die anständigen Männer, eigentlich beides unterworfene, passive, quasi kindliche Figuren sind, die eigentlich allen möglichen Kräften zum Opfer gefallen sind, ohne dafür was zu können. Hitler, dem großen Womanizer, dem man ja nicht widerstehen konnte, dann den Russen und so weiter, aber dabei eine ganz phantasmatische Unschuld bewahrt haben. Und Georg Seslin zum Beispiel berichtet, dass in keiner Schauspielerin-Biografie der Zeit, also so 50er Jahre, der Hinweis fehlen durfte, dass Hitler oder meistens Goebbels ihn nachgestellt habe, aber sie natürlich standhaft geblieben sei. Und darin konnten sich dann alle wiederfinden, in diesem komischen Bild einer sozusagen vorsexuellen, eher infantilen Unschuld, die nur von außen überworfen wird. Und dafür konnte man sagen, auch diese ordentliche Weiblichkeit, die eben nicht exzessiv und verschwenderisch ist, nicht vielleicht auch nach DDR-Art emanzipiert, sondern an ihrem Platz sich hält und dort tut, was zu tun ist, also so trümmerfrauenmäßig, sogar als Vorbild für alle nehmen. Den guten Konsum, die Reproduktion des kleinen faschistischen Glücks im Winkel, sich nicht um das Große kümmern, das
Allgemeine, das Ganze, die schmutzige Politik, von der diese Unschuld doch nur befleckt werden würde. Und das ist sozusagen die Normalisierung oder Privatisierung als Lehrer aus dem NS, sich eben mit dem nicht zu groß hinauswollen, sondern klein bei sich selber zu Hause bleiben, so als eigentlich zwei unschuldige, infantile, verantwortungslose Gestalten, die daher aber auch überhaupt gar nicht mehr richtig sagen können, warum sie, wenn sie als Mann nach Hause kommen, überhaupt auf diesen Titel Wert legen sollten und sich deswegen natürlich in diesem privaten Club im Winkel sagen, noch offensiver als Tyrann betätigen mussten. Weil sie alle öffentliche Macht verloren hatten, mussten sie die zu Hause natürlich umso gewalttätiger durchsetzen. Interessant ist diese Normalisierung jetzt als Konstellation, auf die dann die sexualbefreiende Generation der 68er trifft. Die NS-Vergangenheit ist eben als Exzess von Hingabe, Sexualität, bösen Leidenschaften, vergraben unter einem Berg von Schmutz und Schund, und zwar auch wieder zum Teil sehr wörtlich, dass die Pornohefte und die alten Nazi-Orden bei Vati in der gleichen Schublade im Schreibtisch lagen, die Kinder dann irgendwie mal durch Zufall finden konnten. Ist also unter Massen von Schmutz und Schund verborgen und es liegt sozusagen nahe, sie daraus hervorzuziehen, sie davon zu das Verdrängte zu befreien. Und was aber durch diese Doppelheit von verdrängter Sexualität, verdrängter Exzess und verdrängter Nationalsozialismus da drin liegt, macht auch sozusagen die Verdrängung aufheben, die Befreiung des Verdrängten so schwierig. Die Befreiung vom Scham ist, wir wissen das von 68, ja nie nur die Befreiung von der Scham über Geschlechtliches gewesen, sondern auch, wir erinnern uns an Dieter Kunzelmann, die Befreiung vom Scham über die Judenvernichtung, was er 1971 an die Deutsche Linke geschrieben hat. Kommt doch endlich von einem Judenknacks los. Und genau diese Doppeldeutigkeit, die kann man vielleicht am schönsten, oder nicht am schönsten, sondern am erschreckendsten, in einer Auseinandersetzung die 68-69 mit einem Text von Anna Freud und Sophie Dann geführt wurde. Anna Freud, Tochter von Sigmund Freud und Sophie Dann, hatten Kinder untersucht, die im KZ Theresienstadt in ihrem ersten Lebensjahr sich selber überlassen waren und so eine Art Kindergemeinschaft da gegründet haben zum Überleben und fassen das zusammen. Die Kinder waren überempfindlich, ruhelos, aggressiv, schwierig zu behandeln. Sie zeigten verstärkten Autoerotismus und einige von ihnen beginnende neurotische Symptome. Waren ohne Eltern, ohne früheste libidinöse Mutter- oder Vaterbilder und so weiter. Und der Zentralrat der Berliner Kinderläden hat diese Studie republiziert und dazu gesagt, das ist doch super. Das Leben also dieser im KZ aufgewachsenen Kinder, der also von Deutschen um ihre Eltern gebrachten Kinder, sich selbst überlassenen Kinder, ist doch eigentlich, sagen, ein hervorragender Versuch einer kollektiven Erziehung gewesen. Was die bürgerlich affirmativen Wissenschaftler Anna Freud und Sophie Dann leider wegen ihrer verinnerlichten Sexualtabus nicht verstanden haben, aber aus dem Schicksal dieser KZ-Kinder können wir noch sehr wertvolle Lehren ziehen davon, wie also Kinderlagenerziehung auszusehen hätte.
nämlich eben auch so Eltern entziehen und so weiter. Und was darauf spricht, ist natürlich erstens eine unglaubliche Geschichtslosigkeit, aber sozusagen auf einer unbewussten Ebene noch eigentlich viel mehr. Sondern diese sich selbst eigentlich in diese Rolle einsetzen des großen Verführers, in die die Eltern den Nationalsozialismus gesetzt haben, ne, der große Verführer, gegen den wir uns ja vom Leib halten mussten. Dieses Bild wird sozusagen von der Kindergeneration aufgegriffen, positiv gewendet. Man will jetzt selber so der große Verführer sein, der Leidenschaft neu ordnet, sexuelle Energien neue Gleise bricht, libidinöse Energien neu freisetzt. Und ganz viele von diesen komischen Protokollen aus so Kommunen, aber auch die sind ja ganz viel von so einem unglaublich technischen Impetus getragen. Also jetzt muss der mit dem ficken, die mit dem ficken. Das war ja alles streng heterosexuell. Oder auch Eltern, die den Kindern dann sagen, jetzt musst du Nessim Grishas Penis streicheln und Grisha, jetzt musst du Nessims Scheide streicheln. Und gipfeln in den berühmten Spruch der Kommune 2, man müsse eben die Frauen dann zureiten wie ein Pferd, stehen sie dann auch allen zur Verfügung. Also abgesehen von dem unglaublich frauenfeindlichen da drin, ist das ja auch ein unglaublich lustfeindliches Bild letztendlich, weil der dort Sex hat, der Mann, eben auch nur ein totale, ihm geht es ja auch gar nicht um seine Lust, sondern sozusagen ums große Ganze, nämlich jemand ins Kollektiv reinficken. Fürs Kollektiv. Die Kinder irgendwie dazu animieren, sich zu streicheln, weil das gut ist. Jetzt hier irgendwie Eifersucht zu überwinden und deswegen irgendwie Fickpläne ausarbeiten, weil das wichtig ist. Und bloß nicht sich von einer oder einem so hinreißen lassen, dass man eventuell doch zweimal mit dem oder derselben pennt. Und das ist eben eigentlich die Position des Führers, wie Freud ihn in seiner Massenpsychologie beschreibt. Der niemanden liebt außer sich selber, damit sozusagen alle anderen ihn gleichermaßen lieben können. Nun ist das Modell, was sich hier die auf komische, irrwitzige Umwege, die 68er, über den Umweg der nationalsozialistischen Vergangenheit angeeignet haben, natürlich nur eins, was für die Stars der Bewegung gilt, also K2 und Co. Das ist natürlich eben gerade nichts, was für die große Masse gilt. Aber wie der Impuls von 68 ja Demokratisierung war, so auch in diesem. Heute muss gar nicht mehr irgendjemand der große Führer sein, der die Libido irgendwie den Weg weist. Heute kann jeder sein eigener Führer sein, sein eigener Perführer, der sich selber genau die Quanten Lust durch Kraft durch Lust zuteilt, die er oder sie eben braucht. Und wenn es noch ein Beleg brauchte, dann, und damit komme ich auch zum Ende, wenn es noch ein Beleg bräuchte, dann vielleicht der nationale Summer of Love 2006, der ja wirklich ein perfekter Einstand war aus Nation und Kulturindustrie, aus kollektiver und Eigenverantwortung, wo jeder gute Laune hatte, weil es dem nationalen Ansinnen nützte und jeder auch noch jedem immer nochmal sagte, sind wir nicht gut drauf, ne? Wir sind richtig gut drauf, oder? Sind wir nicht gut drauf? Aber sie waren ja wirklich gut drauf. Das ist ja das Unheimliche daran. Wo also jeder wusste, was von ihm erwartet wurde und was er auch von sich selber erwarten konnte, um diese 6 Wochen sozusagen zu einem
Jungbrunnen der Regeneration zu machen für Volk und Vaterland und Individuum zugleich. Ein Jungbrunnen, der auch ganz wesentlich auf der Feminisierung der Fanszene beruht hat. Das wurde ja immer betont. Es waren so viele Frauen wie noch nie unter den Fans und deswegen war es auch alles so zivil und schön und nett und alle haben auch irgendwie mitgefiebert, wenn es dann darum ging, unsere Jungs von Cleansy irgendwie ihren freien Abend bei den Spielerfrauen hatten und sich gefragt, na, wie reproduzieren sie sich dann? Und genau wie irgendwie Stürmer Hanke 9 Monate später sein WM-Baby hatte, so stieg auch tatsächlich die Geburtenrate der Deutschen 9 Monate nach diesem Summer of Love. Und auch Cleansy selber, der wegen seiner Familie sich den Stress als Nationaltrainer nicht weiter gönnen wollte, wurde eben nicht als Weichei und Waschlappen beschimpft, wie es 20 Jahre zuvor noch der Fall gewesen wäre, sondern als Führungskraft in der FAZ präsentiert, von dem sich andere Führungskräfte gerade in dessen Hören auf die eigene innere Stimme doch mal ein paar Scheiben abschneiden könnten. Das ist alles natürlich irgendwie nicht wirklich schön, weil in diesem ganzen gute Laune auf Befehl natürlich der Hass auf die Spaßverderber, wie es damals schon in einem Bildkommentar drin war. Deutschland muss ein No-Go-Area werden für all die Miesmacher und Dummschwätzer, die uns die Party verderben wollten. Weil da drin der Hass auf Spaßverderber schon angelegt ist, weil da drin natürlich angelegt ist, dass nach den 6 Wochen das gleiche, das Vaterland immer noch genauso unliebenswert erscheint, wie es vorher war und die Nachbarn, wenn die 6 Wochen vorüber sind, einen auch wieder anzeigen werden fürs illegale Grillen und fürs Lärm machen nach 22 Uhr. Dass also das ganze Spielchen ruhig irgendwie weitergehen kann und man hat ja auch gesehen, wie 2008 versucht wurde, genau da anzuknüpfen. Wer da etwas anderes will, wird wahrscheinlich doch eher sehr weit zurückgucken müssen. Vielleicht auch eine Zeit als Liebe, die nicht einfach nur auf die Gesundheit und die richtige Gefühlsentwicklung und auf die Lebensabschnittspartnerschaften zur rechten Zeit guckte, sondern der es tatsächlich ums Ganze ging. Was zählte zumindest in der Literatur, wo zu Zeiten also von Adam und Eva von John Milton oder eben Romeo und Julia, wo der oder die eine in den Himmel gehoben wurde und damit aber auch stellvertretend für die ganze Menschheit.